Nun wandelst du auf den Steinen meines Tempels, von wo sich viele Tore öffnen. Wisse, dass dies nicht mein einziger Tempel ist, denn mein Garten ist größer, als dein Auge erfassen kann. Und all diese Welten habe ich für dich erschaffen. Oh, das ist ja nett. Holy, ey, aber wenigstens wird's abgestrichen, was ich schon hab und was noch nicht. Ah, okay. Ah, das sind die restlichen, die ich hier also jetzt noch bekommen kann. Aus der Nummer 1. Komm ich hier schon rein? Okay, das kann ich sofort machen. Dann machen wir aber erst trotzdem gleich die 1 fertig. Ich schaue mich nur eben hier mal fertig um. Okay. Schön, dass wir da oben wenigstens die Angaben für den ganzen Kram haben. Das hier sind die L. Das sind so viele Sachen. 2 Sterne. 1 Stern. Ich hatte das Spiel nicht so groß in Erinnerung, aber gut. Gehen wir noch wieder zurück. Uns fehlen ja hier irgendwie noch 4 Dinger. Ist hier hinten irgendwas? Okay. Das heißt, wir haben... Oh, nehmen wir doch das Ding hier als nächstes. Einen schlafenden Löwen pieksen. Ui, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nee, nee, nicht. Ah! Sieht er mich hier nicht? Okay. Kann ich hier unten drunter durchlaufen? Nee. Okay, die können uns zumindest mal nicht so exakt abschießen. Das ist ja schon mal nett. Das war mit schlafender Löwe gemeint. Holy dude. Wie soll ich das machen? War nichts weiter drauf? Aus sicherer Entfernung? Geht das? Ah. Ich bin schlau. Aber jetzt kann ich hier nämlich hingehen. Die können nur gerade Linien gehen, ne? Ja, die können nur gerade Linien gehen. Zumindest die hier. Hallo, Sticky! Diese Animation. Nice. Okay. Ja, da war wieder ein Graffiti-Künstler unterwegs. Machen wir vielleicht erstmal die beiden hier, weil die sind, glaube ich, die direkten. Trio Bombasticus. Klingt einladend. Sehr einladend. Oh. Okay. Okay, das ist... Ja, ja, ist gut, Bombe. Bombenstimmung. Gehen wir zur Seite. Hier könnt ihr mir nichts, ne? Nee, okay. Boah, gut, das ist ja jetzt noch relativ einfach gewesen. Ja.
Ja. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich möchte nicht explodieren. Danke. Okay, zwei Dinger fehlen. Wait. Oh mein Gott, die haben... Deswegen gibt es einzelne Level. Wir brauchen die Dinger auch noch in den korrekten Farben. Das ist ein sehr weirdes Tetris. Ein sehr weirdes Tetris. Okay, dann... Gut. Machen wir mal weiter. Du-di-du-di-du. Wo waren denn die anderen? Die waren hier auf der Seite, ne? Ich verliere jetzt schon die Orientierung. Oh. Ja, okay. Hier ist ein... Ist hier sonst irgendwas? Nö. Geschlossene Tür. Okay. Dann das falsche L. Nur wir zwei. Okay. Ja, da kratzt man sich mal an der Nase und schon ist die Orientierung weg. Ach so. Oh, I see. Hä? Nee, I don't see. Okay. Ich dachte, ich habe jetzt nur ein Ding. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das mache. Scheinbar nicht. Training. Hi. Ich bin ja nicht blöd. Aha. Okay, immerhin zwei Stück jetzt schon zum A. So. Einen können wir hier, glaube ich, jetzt noch bekommen. Schöner Graffiti-Künstler hier. Jo. Diesmal für irgendein gelbes Guckloch. Okay. Oh. Oh. Machen wir mal so. Ich glaube, ich kann das Ding hier nicht durchtragen, ne? Kann das sein? Ja. War jetzt schon irgendwie fast logisch. Ah, ja, okay. Intuitiv erstmal richtig gemacht. Cool. Bombenstimmung. Oh, verdammt. Ah, wait. Machen wir mal so. Ich den von hier aus. Aber das Ding muss ja nicht mehr zu sein. Hey. Timing und exakte Steuerung. Nein. Okay. Ha. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem hier. Nur für den da. Na, ideal. Ich fühle mich gerade wie Einstein hier. Hallo, Tetris-Klumpen. Haben wir dann jetzt irgendwie ein extra Ding? Wenn wir das voll haben? Ich will einen extra Jammer haben. So. Jetzt haben wir alle, oder? Ich glaube schon. Hallo Terminal. Tschüss Terminal. Ein Stern. Ich glaube, wir haben das erste Level schon fertig. Cool. Ich gehe mal davon aus, dass es sinnvoll ist, die nach der Zahl zu machen. Das... Ah! Das sind die beiden Grünen, die wir noch brauchen. Ach, das ist ja nett, dass sie das dran schreiben. Da steht nichts. Warum steht da nichts?
Für den Cube steht nichts und hier steht... Kriege ich dann noch einen? Cube und L? Nur das Ding? I am confused. Kriege ich mehr als einen drauf? Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal nach der Reihenfolge und guck, was passiert. Hallo Nummer 2. Brubbel, brubbel. Ui. Lass dies unser Bündnis sein. Diese Welten sind dein. Und du darfst dich frei in ihnen bewegen und sie deinem Willen unterwerfen. Doch der große Turm, dieser sei dir verwehrt. Denn an dem Tag, an dem du ihn betrittst, wirst du gewiss sterben. Das heißt, wenn wir das schaffen, werden wir unsterblich und wenn wir dann die Tür betreten, können wir trotzdem sterben. Okay. Wo ist mein Schildchen, wo man sieht, was... Ey, dieses Blinken, Junge. Bibliothekssitzung lädt. Fertig. Lokale Datenträger ein. Fehlgeschlagen. Unbekannter Befehl entdeckt? Zeig mal, was du drin hast. Das Bibliotheksarchiv ist zurzeit nicht verfügbar, da Systemressourcen gerade umgeleitet werden, um die eingehenden Netzwerkmeldungen zu bearbeiten. Access Com Portal. Okay. Connecting Network. Die Drive ist Fehler. Netzwerk nicht verfügbar. Unbekannter Fehler. Suchen wir mal nach der Störung. Fertig. Initiiere Textinterface Support. Kann ich nochmal irgendwas darüber fragen oder sind es die gleichen Sachen? Okay, es sind mehr oder weniger die gleichen. Also Fehlerdiagnose. Was ist unser Problem? Ich glaube, Sie würden gerne auf Netzwerkfunktionen zugreifen. Der häufigste Grund für Netzwerkprobleme sind unzureichende Kontoprivilegien. Bitte geben Sie Ihr Administrator-Passwort ein, um Ihre Privilegien zu authentifizieren. Passwort. Schwarz? Überprüfe Passwort. Nicht gültig. Versuchen Sie es erneut. Lass mich rein. Nicht gültig. Gott. Anmeldung abgebrochen. Zu viele Fehlversuche. Möchten Sie ein neues Admin-Konto erstellen? Ja! Um unberechtigten Zugriff auf Administrationsfunktionen Funktionalität zu vermeiden, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um zu beweisen, dass Sie kein Bot sind. Ich glaube, ich bin ein Bot, aber gut. Sie werden nun eine Reihe von Eingaben tätigen müssen. Um den Datenschutzbestimmungen genügend zu tun, müssen Sie der Verwendung Ihrer Antworten, um ein ungefähres psychometrisches Profil zu entwickeln, zustimmen. Die Antwortdaten werden sofort gelöscht. Ihr Profil wird nur für andere Administratoren zugänglich sein. Generiere den ersten Teil der Zertifikation. Teil 1. Bereit für Benutzereingabe. Bitte füllen Sie alle Felder aus. Antworten Sie schnell und instinktiv. Zeit ist ein Faktor in dieser Einschätzung. Ja. 3, 2, 1. F1 von 4, 2 plus 2 sind 4. Was? Subjektive Reaktion auf dieses Bild. Was beschreibt eine Person am besten? Ein Staatsbürger. Sie gehen durch die Wüste und begegnen einem durstigen Reisenden. Seine Augen sind vor Durst angeschwollen. Sie haben Wasser bei sich, sind sich aber nicht sicher, wie weit es zunächst nur Oase ist. Was tun sie? Ohoho. Ich sammle sein Blut in einer... Okay. Okay. Ich glaube, meine erste Frage wäre auch, what the fuck, was machst du in der Wüste? Aber das könnte man mich ja genauso fragen. Ich gebe ihm die Hälfte meines Wassers. Teil 1 des Zertifikationsprozesses ist nun abgeschlossen. Sie werden benachrichtigt, sobald Teil 2 generiert wurde. Verlassen Sie eine... Okay.
Ian. Absender Franken Tai. Nack Tai? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meißen Nack Tai. Und dann. Ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie Brüder, Geschwister oder so sind. Mein erster Tag am Institut für angewandte Pneumatik. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich fürchterliche Angst. Was, wenn sie mich nicht mögen? Was, wenn sie alle Genies sind und ich ein totaler Hanswurst? Ich liebe das Wort. Vielleicht haben sie mich nur auf den Arm genommen, als sie gesagt haben, dass ich hier arbeiten darf. Ich zittere, als ich das Gebäude betrete. Gleich am Eingang hängt ein lebensgroßes Poster von Jeff Goldblum. Zur Hölle. Dann kapiere ich's. Institut für angewandte Pneumatik. Ian. Dr. Ian Malcolm aus Jurassic Park Film. Jeff Goldblum. Dr. Sarah Pai kommt runter, lächelnd. Wir haben versucht, ein fetziges Akronym zu finden, als das Institut damals gegründet wurde, sagt sie. Inan? Iapn? Inapno? Alles, was sich dumm angehört hat, aber wir wollten es nicht einfach Ian nennen, weil, naja, Ian ist halt ein Name. Dann macht jemand einen Witz darüber und nannte es Jeff und... Und irgendwie ist das hängen geblieben. Also sind wir offiziell Ian, aber wenn Sie jemanden hören, der das Institut Jeff nennt, dann ist das unser interner Name. Ich weiß, verdammte Geeks. Nach diesem Gespräch hatte ich nicht mehr so viel Angst. Hätte ich auch nicht. Athene-Analyse. Benutzer Alex16 hat 4 Notizen hinzugefügt. Notiz 1. Erster Satz. Sie wachte in einem unmöglichen Ort auf und erinnerte sich an nichts. Ist mehr als nur der Anfang eines weiteren amnesiebasierten Mystery-Romans. Obwohl wir nicht so weit gehen sollten, als den ganzen Roman als Allegorie zu deuten, vielmehr sollten wir das Novum im Kern der Narrative ernst nehmen. Die Notiz 2. Ohne angeborene Kenntnisse der Natur, der Welt, gezwungen, sich auf das zu verlassen, was uns von anderen erzählt wird und was unsere eigenen, subjektiven, begrenzten Sinne tragen. Sehr viele Zahlen? Gesellschaftliche Realität, in Klammern Glauben, und objektive Realität, in Klammer Materie, in Konflikt geraten. Notiz 3. In Kapitel 16, in Klammern ein zweites Erwachen in Artemis, Königreich, Klammer zu, wenn die Protagonisten ihren Mentor befragen. Notiz 4. Eine sinnvollere Interpretation kann nur durch die Synthese von nicht vorhanden. Thanos-Prinzip. Archiv 20.0BCEF12. Straton von Geire? Okay. Ob es nun stimmt, dass Daedalus den riesigen Talos erschaffen hat oder ob er, wie andere sagen, ein Geschöpf des Hephaistos war, das, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er aus Bronze bestand und nur eine Ader besaß, in der eine flüssige Substanz wie Blut floss. Von der manche meinen, es sei Quecksilber gewesen und von der andere behaupten, sie sei wie das Blut der Götter gewesen. Der Verlust dieser Flüssigkeit ließ ihn sterben, wie auch ein Mann stirbt, wenn er sein Blut verliert. Tipp Frauen auch und Hamster und so ziemlich alles, was Blut besitzt. Kann man dann nicht sagen, dass Talos, obwohl er als Maschine oder Spielzeug erschaffen wurde, alle grundsätzlichen Eigenschaften eines Menschen hat? Er bewegt sich aus eigenem Antrieb, er sprach und konnte auf Fragen antworten, hatte Wünsche und Sehnsüchte. Also nach der Definition ist mein Kater auch ein Mensch, weil er antwortet, bewegt sich aus eigenem Antrieb. Er sagt ja nichts von logisch antworten. Er sagt nur antworten. Er hat auch Wünsche und Sehnsüchte. Primär fressen. Ich muss nur kurz auf die Uhr schauen, weil so ungefähr in einer Dreiviertelstunde wird er nämlich vermutlich wach und hat Hunger. So, wo war ich? Definition eines Menschen etwas unzureichend. In der Tat, was dies in der Geschichte der Argonauten die Ursache seines Niedergangs.
Wenn also eine Maschine alle Eigenschaften eines Menschen haben kann und sich wie ein Mensch verhält, während sie von nichts anderem angetrieben wird als von ihrem genialen Bauplan und dem Zusammenspiel ihrer Materialien, nach den Prinzipien der Natur, dann folgt daraus nicht, dass der Mensch auch als eine Maschine angesehen werden kann. Dies widerspricht allen Lehren der Metaphysik, aber dennoch kann selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben. Ist korrekt und es gibt ein sehr, sehr philosophisch, schon was creepiges Experiment von einem Roboter, der ausläuft und sich selber dann immer wieder so auffischt. Und ich glaube, der ist letztens tatsächlich gestorben, weil er ganz verzweifelt immer wieder versucht hat und irgendwann war seine ganze Kühlflüssigkeit halt nicht mehr genug, weil irgendwann... Ist ein bisschen traurig, auch wenn es nur eine Maschine war, die ausschließlich versucht hat, sich seine auslaufende Betriebsflüssigkeit wieder einzusammeln. Das war... philosophisch. Besseres Wort fällt mir gar nicht ein. Okay, ja. Exit. Okay. Ah! Da stehen die Sachen. Okay. Ich darf aber kein... Okay. Ich glaube, ich habe die falschen Fragen falsch beantwortet. Ich darf kein Admin-Passwort machen. Okay. Suchen wir erstmal unsere Tetris-Steine. Hat gerade der Eingang oder nur das Ding hier geflackert? Ich wollte nur mal gucken, hier die Gegend ist irgendwie schön. Wir können an den Strand gehen. Wir schwimmen gehen? Wir können ins Wasser? Saufen wir? Am Anfang waren die Worte. Und die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte...